klingende Jubel. 10 Jahre. 10 Jahre war die Rosetta unterwegs gewesen und hat immer noch Strom. Und mein Telefon macht nach 6 Stunden schlapp. Ein anderes Thema. Es ist eine coole Idee. Schweizer Unihockeyspieler gehen auf Jamaika und bringen dort den Jamaikaner Buben und Mädchen Unihockey bei. SRF3-Reporterin Olivia Gähwiler, du bist auf die Geschichte gestossen. Warum machen die das? Ja, da gibt es einfach ein paar Unihockey-Fanatiker, die einfach gefunden haben, das ist eine super Idee. Einer davon ist der David Brügger aus Sommiswil im Kanton Solothurn. Im Rahmen eines Projekts hat er den Haufen Hockeyschläger hier in der Schweiz eingepackt und ist dann ab auf Karibik. Zum eben den Jamaikaner beibringen, Unihockey spielen. Zum Festhalten. Die kennen das gar nicht. Kennen und spielen tut man schon Unihockey in Jamaika, in der Schule zum Beispiel. Nur andere Länder, andere Seiten, wie man das so kennt. Der David zum Beispiel mag sich noch gut an das erste Training erinnern. Ich habe heute mit ihm via Skype telefoniert und auf Stichwort Sportkleider hat er gesagt: Schale, Hemli und Krawatte und der Lackschüli. Und ja, die Spieler, die ich getroffen habe, sind die meisten entweder barfuß oder in Flipflops daherkommen. Und ja, so haben wir dann das erste Training gemacht auf dem Basketballfeld. Und zuerst hat man so gedacht, oh ja, wie kommt echt das raus? Aber eben, neben den Kleidern sind die Rahmenbedingungen sicher um einiges anders als hier in der Schweiz. Stelle ich mir jetzt mal vor. Ja, das auf alle Fälle. Bei uns wird ja Unihockey meistens in einer Halle gespielt zum Beispiel. Und in Jamaika spielt man einfach dort, wo man gerade ist. Und Hallen kann man sowieso etwa einer Hand abzählen, wie viel das dort hat. Und wenn es ganz blöd läuft, musst du dann halt mit einem Rasen vorlieb nehmen. Es ist eben aber nicht nur chaotisch auf dem Platz, sondern eben auch im Betrag. Wenn mein Trainer, das würde ich sehen, wie es da zu und her geht, dann würde auch eine schiere Krise bekommen. In der Schweiz wird immer so viel erwartet, dass eigentlich die Bank so viel Ruhe ist, also alles sieht, zu und her geht, dass nicht alle irgendwie ins Spielfeld rufen, was sie gerade das Gefühl haben, müssen sie kommunizieren. Hier sehen wir eigentlich ein ganz anderes Bild. Sobald es eigentlich abgepfiffen wird, wird es laut und da wird rumgerufen. Und es ist eine rechte Kälbe, die hier oben abgeht. Der David Brückner zu Jamaika. Können Sie es denn jetzt? Ist denn überhaupt Potenzial da? Ja, also der David Brückner ist von dem überzeugt. Und er hofft auch, dass in den nächsten Jahren immer wieder weiterhin Freiwillige auf Jamaika reisen und eben die Jungen dort trainieren. Weil er fände es eben super, wenn die jamaikanischen Mannschaften mal die Möglichkeit hätten, auch in andere Länder zu reisen und dort können zu spielen. Wie zum Beispiel eben in die Schweiz. Aber obwohl sie eben auch nicht wirklich Ahnung haben, was das ist, die Schweiz, und ja, wie es dort aussieht. Es ist halt, für die Leute ist es aber noch relativ schwierig vorzustellen, oder? Weil sie halt nur das Leben hier in Jamaika kennen. Eine Art Leben, wo halt relativ viel draussen auch stattfindet. Und sie eigentlich aus dem Grund eigentlich gar nicht so eine richtige Vorstellung haben, dass eben wie bei uns wirklich ein Leben im Winter kann sein, oder? Dass man halt dann ja nicht so viel rausgeht, dass man dicke Kleider anlegt, etc. Mögt ihr euch noch an Cool Runnings erinnern? Das war die Geschichte von dem jamaikanischen Bob-Team. Ja? Und dort haben ja auch Schweizer eine Rolle drin gespielt. Das ist jetzt vielleicht Unihockey. Das neue Bob in Jamaika. Nach dem Sprinter und dem Shooter wird jetzt Jamaika eine Unihockey-Nation. Und das da, das finde ich ja so süß, Olivia. Das war der Dank von den jamaikanischen Kindern an die Schweiz, oder? So ungefähr, ja. Und es ist wirklich noch herzig, wenn man auf den Text hört. Sie haben einen Reggae-Song gemacht. Floor Ball is love. Sport of love. Sport of love. Yeah. Well, well, hey, rising in Uppsala, we're floor ball. Keep rising. Coole Geschichte, hey, die wir da gehört haben. Der David Brückner, einer, der ausgezogen ist, für den jamaikanischen Kind, zu Unihockey beizubringen.